Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Kunden des Schuhwidoo in und um von Leipzig. Es ist wieder mal an der Zeit, dass wir uns außer der Reihe mal bei euch melden. Und zwar, wie ihr wisst, der zweite Lockdown steht an. Und natürlich macht sich dann auch das Schuhwidoo Gedanken, wie wir die Zeit überbrücken, beziehungsweise wie wir euch natürlich weiterhelfen können. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, der eine oder andere Laufanfänger wird gerade jetzt die Zeit nutzen, zu sagen, so, ich gehe denn mal los. Ja, und dann steht die Mami wieder da und weiß nicht, wie sie es machen soll. Ich verweise jetzt gerne wieder auf unsere Auffrischung der guten Ideen aus dem ersten Lockdown. Das heißt unsere Probiertüten, Schuhwidoo Probiertüten, wo also wieder wechselseitig Schuhe eingepackt werden, je nach Wünschen der Kunden. Dieses Mal würden wir es genauso handhaben. Großer Unterschied ist natürlich jetzt für alle, ihr spart. Also auf alle Winterware, die jetzt ab sofort im Lockdown über das Schuhwidoo online per Telefon oder per Mail bestellt werden, gibt es 20% Rabatt. Das bedeutet also 20% auf die schönen Winterschuhe, 20% auf die schönen filzigen Hausschuhe, egal ob von Nanga oder von Haflinger. Und natürlich auch 20% auf unsere wunderschönen Mützen, Schals, Tubes, Tubes, Loops, alles was es da so gibt. Alles was winterlich angehaucht ist und angeraut, gibt es diese 20%. Auch dazu, damit auch jeder weiß, was zur Verfügung steht, wir stellen jetzt tolle Fotos bei uns auf den Lagerverkauf, wo Sets vorgestellt werden können, die aber durchaus auch einzeln abgerufen werden dürfen. Und wer eben halt sagt, ich hätte gern jetzt zu der Mütze, bräuchte ich noch unbedingt ein paar Stoppersocken. Auch damit ist dann kein Problem. Wir bilden alles mit ab, stellen auch alles größenmäßig ein, sodass immer wieder nachgefragt werden können, gibt es denn das Igelchen auch größer oder hätte ich den noch mal ein bisschen kleiner, können wir dann alles beantworten. Im Übrigen, Stoppersocken haben wir natürlich auch groß und neutral. Also wer größere Gäste hat oder größere Kinder, die das gerne zu Hause tragen, wir führen die bis Größe 39, 42. Ihr seht, es bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Wir versuchen wieder das Möglichste, das möglichst Beste draus zu machen. Und in dem Fall verweise ich natürlich auch gerne auch wieder auf den Gutscheinkauf, den wir auch hier wieder mit dieser 15% Mehrwertaktion starten würden. Das heißt also, wer jemanden kennt, der gerne im Schuhwidoo einkauft, der darf sich also hier super gerne betätigen und den nächsten Einkauf mit 15% Mehrwert sponsern. Für die ganz Kleinen, für die Laufanfänger, wie gesagt, alle, die sich das jetzt noch überlegen, hier würde ich sagen, nutzt unseren Lieferservice. Dann bekommt ihr eine Beratung nach Hause. Natürlich alles unter der bestehenden Hygieneregeln. Das heißt, wir halten Abstand. Mami oder Vati wird als Assistent sozusagen der Verkäuferin agieren. Und wir würden dann sozusagen passende Schuhe für das kleine Mäuschen raussuchen oder euch dabei hilfreich unterstützen. Weil ich denke mal, es gibt ja auch hier in dieser Zeit jetzt nichts Schlimmeres, als wenn man sich alleingelassen fühlt. Und man doch nicht weiß, A, welche Größe hat mein Kind, B, warum gibt es keine Schuhe für mein Kind, weil es A, zu schmale oder B, zu breite Füße hat. Und da ist es immer wichtig, Hauptsache ich kann jemanden mal ansprechen, der mir dann hilft. Also, wie ihr seht, diese Aktion startet ab Montag. Ihr seht, wir sind für euch da. Von 14 bis 18 Uhr ist unser Laden ohnehin im Rahmen des UPS Edges Point geöffnet. Das heißt also, Schuhprobiertüten werden wieder im Vorfeld gepackt und können ab 14 Uhr abgeholt werden. So, ich denke doch, damit habe ich allen unseren lieben Kunden die Bedenken genommen. Huch, was mache ich denn, wenn jetzt was passiert? Oder ich vielleicht doch noch für mein Kind ein paar Hausschuhe brauche. Ruft uns an, mailt uns. Wir sind am Ball und sind jederzeit für euch da. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, von euch zu hören, zu lesen, wie auch immer, und wünsche euch alle eine gute Zeit.
Kommt gut über die Runden, bleibt gesund und dann hoffentlich auf bald bis nach dem Lockdown.